Dreschen, dreschen. Heute wird gedrescht. Wir, wem? Gedroschen werden's. Nein, also Lieblingswaffe habe ich noch so richtig keine in der neuen Season. Ich weiß nur, dass es jetzt wieder eine Sniper gibt. Genau, Sniper gibt es wieder, aber ich habe noch nicht probiert. Da muss ich jetzt wieder Angst haben, Alter. Ja. Wegen One-Shot. Also ich bin gestern mit einem Hit gleich down gewesen, oder? Okay. Das ist genau vor mir gestanden, ich habe nur so aufblitzen gesehen, bam. Danke euch. Aber dieses Sturmgewehr, das ist zwei Magazinsturmgewehr, heißt das, glaube ich. Das Rotpunkt so komisch, finde ich. Ich glaube, das ist das aber, was ich gemeint habe. Aber das ist vollautomatisch. Kann man das umschalten vielleicht? Ja. Okay. Bei irgendeinem habe ich mir urschwer mit Aim dann. Die DMR war eh schon, die bin ich noch immer. Oh lala. Ja. Bei irgendeinem Standard, bei irgendeinem neuen Bistodepot, oder? Da bin ich abgesprungen, da sind gefühlt 20 Leute hingesprungen und dann waren auch gleich Bots da. Es sind überall jetzt fast Bots. Die ich jetzt gleich finde. Ja, es sind überall fast Bots. Fast in jeder Ortschaft. Ah, okay. Und diese böse Wichte. Aber die sind gleich aggressiv. Das sind nicht so, ja, die nein. Aber ja, einen Season Pass habe ich mir mal geholt. Ja. Wir haben da drüben gerade wieder abdankt. Kommen wir gleich? Ah, seh schon. Bin eh gerade da bei dem. Und wenn du dann so nett wärst und mir den anderen Traktor auch herfahren könntest, wenn du schon am Fahren bist, dann. Welchen anderen? Was ist jetzt mal, welcher da am Feld gestanden ist? Du meinst die mit den anderen Anhänger oder was? Ja, genau. Ich werde mal schauen, wie vor. Achso, tust du bei dem anderen selber dreschen? Jo. Oder hast du eine andere Aufgabe? 62. Okay, weil dann schaue ich mal, wie voll der wird. Oh. Na gut, du könntest auch die in die Mitte stellen und dann kann ich auch bei dem, nämlich, was der abtankt. Der ist nämlich wurscht. Schon 78% voll. Den kann man gleich hinführen. Spannend, was das jetzt Stroh ist dann eigentlich. Bitte? Spannend, was das jetzt ganze Stroh ist. Wie viel das ist, meinst? Ich glaube schon, dass ich das mit dieser Ernte ausgehen könnte, dann wenn wir alles wirklich verkaufen. Für die Schafe jetzt, meinst du? Können wir jetzt mal mit dem Traktor gefahren? Bei 250 haben wir. Mhm. Dann zeige ich 200 sind wieder die Ballen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren. Mhm. Letzten Mal. Ich stelle ihn dir mal daher dann. Wenn du abdankt hast, sag's. Weil dann. Ich abdanken. Ah, der hat das 33%. Na, führen wir den Nagel hin. Stell ihm dann da am Weg her vom großen Feld. Ich weiß jetzt dann nicht, ob wir noch irgendwo Felder haben dann zum. Also warum, ich stelle dann den aufs Feld. Zwei oder drei haben wir da noch. Echt? Noch zum Abernten?
Ah ja, dort. Hinten kannst du auch noch. Habe ich geschissen hingestellt? Ich mach da weil er allein. Lan. Was Lan? Eine Strohlein. So. Eine Line, okay, jetzt habe ich's. Eine Line, ja. Nicht allein. Ehrlich, kann ich den ja dabei dort stehen lassen, dann schaue ich, dass ich zuerst den mit Stroh voll mache und während der abtankt. Also. Ja. Ja. Führe das zum Mehlume. Das hat aber wirklich gut funktioniert. Ein paar Mal ist er hin und her gefahren. Wollt ihn hauen dann. Siehst du, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Bis jetzt bin ich immer selber hingefahren. Wenn er am Feld steht, erkennt er das auch? Wenn man zum Arm fällt. Wenn ich im Da fahrt ihr vom Feld. Ja, du sie ja ansammeln am Feld, warum sollte das da nicht erkennen? Nein, nicht mehr das Stroh jetzt. Ey, du das Stroh einsammeln am Feld, oder? Wovon, wo soll er sonst sammeln? Nein, ich meine jetzt. Warum ist denn das gegangen? Funktioniert schon wieder irgendwas nicht. Stimmt. Fahren wir jetzt selber hin. Ich bin heute der Strohmann. Ich bin heute ein Strohmann. Das nächste Mal möchte ich das einmal testen und ich so zwischendurch wieder Zeit habe, wenn ich die Felder mache. So ein Gras, dass man das ganze Gras mal reinhaut. In Silage-Turm. Ja. Na, können wir auch machen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte man schon jetzt probieren können. Ja gut, jetzt brauchst du es auf einen Stroh. Also man kann ja beides reinhaben. Ja, aber wie willst du das Stroh gleichzeitig abfahren und das Gras? Ja, das eh nicht stimmt. Im zweiten Ladewagen. Willst du noch voll machen, die 5%? Wenn du mir sagst, wie viel das sind, ich habe nicht so viel bis jetzt drin. Okay, na dann ist wurscht. Ich habe Dann. 1800. Weiß nicht, wie viel das jetzt ist, egal. Warte, wo fährst du jetzt hin? Ich mach da mal eine Runde davon mal im Wald. Vielleicht dann im Mond Hast du? drin. So, was wird denn da blockiert? Weiter. Bitte der Fahrt aufs Feld aufs Feld raus. Ich weiß nicht, was du eingestellt hast. Ich habe einfach rundherum und dann was machen. Gut, das ist aber eine, das ist ja eine Haupteinstellung, das hat ja nichts mit der Kurssetzung zu tun. Einstellungsmenü muss man sowas einstellen. Also dort, wo du den Kurs einstellst. Nein, eben nicht dort, wo man den Kurs, das ist eine Haupteinstellung.
Ach so. Eine generelle Einstellung. Also und die muss quasi jeder für sich machen. Ja, anscheinend. Würde ich drauf fahren. Ja, logisch. Oh ja, er ist wirklich fertig. Bock. Sieht schön aus. Als nächstes schicke ich ihm dann aufs große Feld. Wenn ich dann dort einmal abgegrast, also abgestrohlt habe, ein bisschen. Ich stelle mal da zentral her. Den einen. Soll ich jetzt eigentlich schon die Mehlproduktion starten oder warten wir, bis alles drinnen ist? Ich will gleich starten, oder? Okay. Bringt ja nichts zu warten. Außer, dass es dann noch länger dauert. Außerdem glaube ich, dass wir nicht einmal alles reinkriegen werden. Letztes Mal war es, glaube ich, schon fast ein Viertel voll. Kommt doch ein bisschen was dazu. Könnten wir uns eine zweite überlegen? Ja, gut, solange wir es nicht brauchen, will ich ja keine zweite machen. Und wir können schauen, wie voll die Wegen dann noch sind, bevor wir wieder ernten was. Ja gut, bis dahin geht sich sicher aus. Na so, na dann. Aber es ist ja auf jeden Fall leer, ja, schon, bis wir wieder ernten können. Die rennen ja nicht durch, also. Und jetzt vielleicht dann schon, aber. Ich glaube schon, dass wir alles anfangen werden können. Also alles jetzt, glaube ich nicht. Außer es rennt so schnell durch. Na, eh nicht jetzt, aber ich meine den ganzen Vorrat, bis wir wieder Also bis wir wieder ernten, so meinst ernten. du das? Das dauert ja jetzt wieder. Muss ja rechnen, wie gesagt, jetzt ist auch ein bisschen verfälschtes Ergebnis. Wieso? Weil wir nie sicher alle Felder gleichzeitig ernten werden, wie jetzt. Ah ja, stimmt. Weil jetzt ist einmal das eine angesät, jetzt ist gleich 0 Uhr, das heißt, das ist schon mal ein Tag voraus. Jetzt wird das nicht sagen, das ist auch mal einen Tag voraus. Das heißt, es wird täglich erst wieder ein neues geben. Ja. Ja. Bis dahin, in einem Tag sind wieder auch ein bisschen Mehl durchgelaufen. Das stimmt. Ich glaube, jetzt ist dann Gerste dran. Oder willst du auch mal eine Partie Weizen machen? Dass man Noch dann auch Weizen dort machen. einfüllt. Dass man dann dort auch dort einfüllt. Wurscht. Da wollte ein Video sehen, wenn interessiert hat, ob es unterschiedlich Stroh gibt, aber alles bringt gleich. Ah, okay. Gibt es eigentlich irgendwas, dass man den Strohertrag steigern kann? Nein, gell.
Nur halt für die üblichen Sachen. Was meinst du? Ja, düngen, Unkraut. Aber das gibt ja dann nicht mehr Stroh, oder? Na sicher, weil du ja mehr Ernte hast. Ach so. Weil es ja besser wächst dadurch, durch Düngen. Durch Unkraut kommen ja mehr Pflanzen. Hast du mehr Ertrag und mehr Stroh. Na Leiwand. Was denn? Der battet da im Weg. Was ist mit dem eigentlich? Er glaubt er, dass er ist, Alter. Oh wow, der hat das automatisch erkannt. Ah ja, der fährt auch hin. Der das wird auch abdankt. Da hat es gerade abdankt. Geil, Das, obwohl das nicht also, am Bild ist. das ist jetzt auch neu für mich. Aber schimpfen tut er. Also, wie gesagt, im Normalfall hat das bei mir nie so funktioniert. Bin ich gespannt, ob das jetzt nochmal funktioniert dann. Boah, da geht schon ganz schön was an jetzt. Sage ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, füllen wir mal eines ganz voll und dann das zweite erst. Was denn? Also die Anhänger. Ja, sowieso. Weil bis jetzt haben wir ja beide quasi gehabt. Na gut, jetzt waren wir auch getrennt, jetzt sind wir zusammen, ich und mein Freund. Irgendwas weiter. Oh ja. Aber das Falschstraße Dogma. Und ich würde dann eben, wenn wir dann die Schafe haben. Also 43 können wir eh noch kein Feld machen, solange die Bäume stehen. 42, 41. Dann schauen wir mal, was bei den Schafen noch Platz ist, ob wir da noch ein Feld hinkriegen. Oder ob wir da vielleicht das Grasfeld dann erweitern noch. Wo willst du die Schafe hinbauen? 52, 51 haben wir gesagt. Ah ja, genau. Und dann halt 58, 59, 60 einmal Felder. Weil 48, 49, 50 würde für die Produktionen mal aufheben. Das klingt nach einem Plan. Und ich glaube, auf dem Feld, wo ich bin, ich habe da eigentlich Platz lassen für noch ein kleines Feld, aber ich glaube, ein kleines. Glaube, das könnte man erweitern, Ja, eigentlich. habe ich mir dann auch Den gedacht. großen. Ich muss sagen, von den Grasballen sind auch schon einige weg. Ich meine, das sind viele. Also ich finde jetzt nicht, dass das so derartig viel weg sind. Aber ja, für die Schafe braucht man vielleicht wirklich mal extra. Was denn? Schafe vielleicht. Noch ein Grasfeld, ein Boah, kleineres. das glaube ich nicht. Ich sag, selbst wenn wir jetzt hier noch drei Ställe hätten, wäre ja der Haufen jetzt noch nicht weg. Ja, stimmt. Oh. Und wir haben ja dazwischen schon zweimal wieder Ballen gemacht. Ja, stimmt. Schön, schön. Soll ich vielleicht mit dem Feld jetzt noch warten, die 2 Stunden mit ansehen, oder soll ich ihn schon starten? Muss dem ganz strickeln. Ich würde warten.
gleich um 0 Uhr losschicken. Mhm. Dann eh, um 22 Uhr wird die Uhr ein bisschen schneller wieder. Ja. Ich habe aufs andere Feld vergessen zu striegeln. Ja. Haben wir einen Traktor frei, oder? Ja, ich meine, wie viel braucht er fürs Tricking? Ich glaube nicht viel. 50 oder so. Echt das. Jetzt war eh mal. Wurde von Manuel gestoppt.